Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Drakensang. So, meine lieben Freunde, wir reisen heute nach Nadore zurück. Willst du die Höhle nun mit mir verlassen? Ich werde das Tor danach verschließen. Ja, kann man machen. Da wären wir. Falls du noch eine Weile in Hammerberg bleibst, so trinke und plauder mit mir in der Taverne. Ich muss über manches nachdenken, was meine Zukunft angeht. Was deine Zukunft betrifft, Waffenbruder, bin ich überzeugt, dass das Schicksal dich sicher zum Ziel führen wird. Einen tapferen Mann wie dich hätte ich als Anführer akzeptiert, aber nie diesen Sore-Mann. Viel Glück auch dir, Eilif Sigrid Stotir. Keine Ahnung, wie die heißt, Alter. Mach dir mal einen neuen Namen, ganz ehrlich. So, wir gehen jetzt zu Talaria. Ihr da! Ihr müsst schnell zur Binge. Es gibt da Ärger. Giertasche ist in der Binge und oben braut sich was zusammen. Was ist denn passiert? Weiß auch nicht genau. Ihr habt uns doch schon mal aus der Patsche geholfen. Vielleicht ist der Spuk wiedergekehrt. Okay, da gibt's Probleme in der Binge. Über die wir uns aber nicht kümmern, denn wir reisen jetzt nach Nadoret. Ach, was kann ich für euch tun? Wir reisen nach Nadoret. Yeah, diese coole Animation. Wow, die ist so episch. Wow, yippie, wow, wuhu. Oh, ist ein Drache? Ein Wasserdrache? Da seid ihr ja endlich. Was ist denn los? Es tut sich was. Der Hafenmeister versammelt eine ganze Menge schräger Figuren um sich und bringt sie in den dunklen Wald. Wegen des Hafenmeisters sind wir hier. Ich weiß nicht, wo die alle verschwinden. Ich habe schon Gerling in Ferdok berichtet und erwarte seine Antwort. Ich habe von einem Geheimgang zum Schloss erfahren. Tatsächlich? Ja, ja. Das sieht nicht gut aus. Ich kann euch zu der Stelle bringen, an der sie in den Wald verschwinden. Dann müsst ihr ihnen nur noch folgen. Wenn wir in das Schloss gehen, werde ich auf jeden Fall dabei sein. Wir sollten gut gewappnet sein für diesen letzten Schritt. Sagt mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Okay, Leute, ihr seht da hinten irgendwas Schwarzes. Da ist die Burg von Nadoret. Da ist der Baron. Ja, bitte? So, aber wir versammeln jetzt erstmal unsere Truppe. Wie kann ich... Schau mal meine Kiste, was da alles drin ist. Ja... Nur Müll. aber na gut. Leute, wir gehen jetzt zusammen Sachen verkaufen. Denn das kann ich am besten und das macht so viel Spaß. Also verkaufen wir jetzt Sachen. So. Ja, diese Quest werden wir nie machen. Das habe ich schon einmal erzählt. Ja, wir gehen mal zu Krämer Olbin. Willkommen bei Olbins Lass mal handeln, mein Freund. Oh, ich hasse es, wenn die reden. So, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Ja, wir haben relativ viel Loot bekommen, das wir verkaufen können. Deswegen alles weg, was wir nicht brauchen. Los, alles weg, einfach alles, was wir nicht brauchen. Egal, was es ist. Denn wir haben eh genug Drachenblut. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ich weiß, dass es sau teuer ist. Deswegen behalten wir das mal. Genauso wie Olgiwurz. Das ist auch sau teuer. Vielleicht werden wir später nochmal brauchen. Aber dafür können wir die Wurfmesser verkaufen. Ein paar Murmeln. Starken Schnaps. Sandstein. Eine Rübe. Noch ein Ring. Bisschen Kohle. Der Glücksbringer kann auch weg. Der Magier. Stab oder wie auch immer der hieß. Ja, weg damit. Silberring kann weg. Ja. Gut. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch so? Ein Langdolch. Weg damit. Kuanus Degen. Weg damit. Ein Fischerhaken. Also auf alle Fälle viel Zeug, das wir nicht brauchen. Und Leute, wir haben so viel Geld. Oh, das wird schön werden. Ich weiß nicht, ob wir den Gulmund-Tee brauchen. Oh, Brandkugeln. Das ist natürlich auch cool. Alkohol behalten wir auch mal. Könnten wir später nochmal zum Craften brauchen.
wenn wir das eh überhaupt jemals machen werden. In diesem Let's Play. So. Was? Ja, die Tränke behalten wir mal alles. Das ist alles relativ gutes Zeug. Jetzt kommen hier die guten Waffen, die wir alle bei Vorgrim gelagert haben. Ha. Eine Unmenge an Geld haben wir hier. So, und wir werden das alles los und kriegen sau viel Geld. Leute, wir haben schon 800 Dukaten. Das ist sau viel, ist das sau viel? Glaubt mir. So, das Hofgewand können wir auch verkaufen. Und ja, 854 Dukaten. Leute, das ist extrem viel. Ich würde sagen, wir versammeln uns nochmal und ich gucke jetzt nochmal, was alles weg kann, was wir behalten. Was soll das heißen, Brauwin? Willst du damit etwas sagen, dass ich mir diesen Blödsinn ausgedacht habe? Ja, den Blödsinn hast du dir ausgedacht, mein Freund. So, leider ist hier dieser komische Kauz nicht dabei. Aber nur der Fischer. Ja, den Fischer brauchen wir nicht. Hier war doch manchmal so ein komischer Kauz, der wie Kuano aus so einem Land kam. Ist das ein Mops? Wieso rennt hier Mops rum? Alles klar. So, schauen wir mal. Was wir denn jetzt davon alles brauchen werden. Auf alle Fälle bisschen was, aber auch nicht extrem viel. Schauen wir mal. So, Kuano hat eh keine Bogenfertigkeiten. Deswegen juckt uns das nicht. So. Ja, die können weg, die Bücher, die brauchen wir nicht mehr. So. Dann lagern wir bei Vorgrim die ganzen Sachen hier. Was? Was Pfeile und etc. angeht. Denn ich glaube, Vorgrim ist ein ganz guter dafür. So, aber erstmal gucken wir noch bei Vorgrim in die zweite, alles klar. So, jetzt. Kriegsbolzen, behaltet er. Ne, normale Bolzen, nochmal ein Bolzen, ein paar Pfeile. Gut, ich habe 100. Dann kann ich die behalten. Dafür kann Ferris noch ein paar Jagdpfeile haben. Ja, verschießt die erstmal. Dann schauen wir weiter. So, was brauchen wir denn alles noch? Oder was könnten wir denn noch so alles gebrauchen? Ich weiß es nicht. Erstmal hier Tagebücher weg, die brauchen wir alle nicht. Und schauen wir mal, können wir... Nein, wir müssen uns mal ein Rezept für Einbeerensaft holen. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Händler und equippen uns mal. Schauen wir mal, 10 Minuten haben wir noch. Das passt doch. Ja, ja. Komm, halte den Mund, mein Freund, bitte. Auf zum Nordtor. So, meine lieben Freunde, denn jetzt kaufen wir die Rüstung für Vorgrim. Unseren Helden. Haha. Schauen wir mal. Wie teuer sie zurzeit... Obwohl, ich hab vorher... Nein, danke. Vorher steigern wir mal bei Kuano nochmal Falschen. Das hätten wir vorhin schon machen müssen. Okay, ist auf maximal. Unterwegs. Das ist natürlich auch gut. Ihr habt. Ja, dann handeln wir doch mal. Und ja, 500 Dukaten. Auf, wir haben uns die gekauft. Handel abschließen. Und da haben wir sie. Die Rüstung. Ihr könnt ja mal gucken. Überall 8. Naja, jetzt sieht Vorgrim wie ein Ritter aus. Diese Rüstung ist einmalig. Ich finde die perfekt bei Vorgrim, denn Vorgrim ist unser perfekter Tank. Und deswegen ist das die perfekte, oder ist das, sind das die perfekten Sachen für ihn. So. Ja. Schauen wir mal. 2 und 2.
Ja. Guti, das nehmen wir dann mal zu uns. Den Tellerhelm ziehen wir an. Und ja. Was? Eigentlich können wir Faeris de-equippen, denn ich muss ja Ardo mitnehmen und es ist zu 100% klar, dass ich dafür Faeris liegen lassen muss. Oder links liegen lassen muss. So, ich will sie jetzt nicht ganz ausziehen, deswegen lasse ich die mal halbwegs angezogen. Diese schartige Rümpel nennst du neue Ware? Und ja, meine lieben Freunde, jetzt reisen wir nochmal zum Marktplatz. Die sieht so schön kaufen uns dort, obwohl eigentlich können wir uns nochmal ausrüsten, beziehungsweise probieren uns auszurüsten. So ein paar Fertigkeiten noch lernen. Da seid ihr wieder. Lehre. Defensiver Kampfstil. Immer ran damit. Das kann nur Gutes bringen. Meisterparade. Klingwand. Klingturm. Sturm. Was laber ich? Lademeister. Schildkampf. So, Schwerter. Gut. Da haben wir erstmal das Wichtigste für... den guten alten lieben Jay-Z. Jetzt ist das hier noch alles dran. Gezielten Schuss? Wieso sollen wir das nicht erlernen, Leute? Wieso denn nicht? Ja, wir hätten es bestimmt offensiven Kampfstil erlernen können, ich Idiot. Aber na gut. Schauen wir mal. Defensiver Kampfstil? Wieso nicht? Hier, Klingwand. Wir müssen unbedingt noch hier Armbrust erlernen und Schwertkampf. So, dann können wir noch Rüstung erlernen und Ausdauer. Ja, perfekt. Wir sind perfekt, was ja Werte angehen. Ja, sie sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Ja. So, Vorgriff, mein Lieber. Armbrust kannst du mal ein bisschen lernen. Ja, Faeris. Ja, du bist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Du interessierst mich nicht, denn du kommst nicht mit auf die Burg. Dafür werden wir dich danach weiter benutzen. So, erstmal zum Marktplatz. So, zum Schmuck wollen wir natürlich nicht. Wir wollen da hinten hin zum Stoffhändler. Und wollen mal schauen, was der uns so anbietet. Für Stofffetzen. Da ist das Gewand der Verwirrung. 420 Dukaten, das wäre das nächste, was ich mir gekauft hätte. Leider haben wir kein Geld dafür. Deswegen geht's weiter zu der lieben Auralia, oder wie sie hieß. Na komm. Auralia. An meinem Stand. Ja, ja, Handel. Nein, ich wollte handeln. Ich wollte mir nämlich ein Rezept ergattern. Nämlich für Einbeerensaft, genau. Und dann wollte ich es erlernen. Denn ich will Einbeerensaft herstellen, Leute. Gibt es alles, was das Alchemistenherz begehrt. Kann ich denn? Habe ich keine... Hä? Ich check's gerade nicht richtig. Vielleicht muss ich Alchemie noch ein bisschen steigern. Oder ich hab's gar nicht erlernt. Das geht natürlich auch. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Lehre. Alchemie erlernen, Leute. Das brauchen wir natürlich. So, haben wir denn sonst noch was? Nein. Dann lassen wir das mal lieber. Und ja. Ach, so, jetzt erstmal Einbeerensaft craften. Geht immer noch nicht. Talent ist zu niedrig. Das gibt's doch nicht, meine lieben Freunde. Dann steigern wir doch mal hier bis hierhin auf 5. Ich glaube, 5 müsste reichen. Für Einbeerensaft. Ja.
So, da haben wir einen Bärensaft. Ja gut, meine lieben Freunde, dann reisen wir zum Hafen zurück. Schauen wir mal auf die Uhr. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt equipped. Wir, ja, heuern dann nochmal den lieben Ardo an. Wie kann ich dir helfen? Natürlich. Bitte warte auf dem Schiff. Ja, wir heuern jetzt Ardo an, dass er mit uns mitgeht. Und ja, dann geht's da hinten hin. Zum Schloss, meine lieben Freunde. Also, auf Wiedersehen und tschüss.